So, hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, im heutigen Video Yeti und Bigfoot, auch entsprechend Neuheiten für 2020 von Moshö. Vor gar nicht allzu langer Zeit, ihr werdet euch erinnern, habe ich euch den Yeti und den Bigfoot von Safari Limited vorgestellt. Die waren absolut klasse. Ja, stelle ich hier jetzt bei den beiden mal hinten an. Für Kinder, das ist wunderbar, oder für Leute, die nicht allzu einen hohen Anspruch haben und eher einfachere Figuren wollen, ist das absolut okay. Aber sie können halt wirklich mit den Darstellungen von Safari Limited 0,0 mithalten. Safari hat den Bigfoot in der typischen Stellung gemacht, wie man ihn auch auf dem bekannten Filmausschnitt sieht. Und auch Yeti war ein richtig cooles Monster. Und die hier sehen entsprechend ein bisschen braver aus. Was ich halt immer sehr, sehr, sehr schade finde, ist, wenn ein Hersteller mal eine gute Idee hat, gerade hier jetzt ein Yeti, ein Bigfoot, dann kommen andere oder mehrere Hersteller und machen genau das Gleiche nach. Ein bisschen in einer anderen Form, aber ihr kriegt halt wirklich genau das Gleiche. Ja, und hier seht ihr deshalb bei Moshö. Moshö gibt den beiden einen kleinen Begleittext mit auf den Weg und den Rest erzähle ich euch dann einfach noch so dazu. Der Yeti als auch der Bigfoot sind folkloristische Affen oder gar menschenähnliche Kreaturen, größer als ein durchschnittlicher Mensch. Der Yeti soll im Himalaya-Gebirge zu finden sein, der Bigfoot hingegen in den weiten Wäldern als auch Gebirgen der USA und Kanada. Die Wissenschaft jedoch betrachtet beide Kreaturen mangels Beweisen lediglich als Legenden. Der Yeti oder auch Schneemensch genannt setzt sich aus den Worten der Sherpa, einem tibetischen Volk, zusammen. Ye heißt in ihrer Sprache Fels und Te, Ti ausgesprochen, Tier, also ein Felstier. Hier wird der Yeti auch als Migö oder Gangmi benannt, also Wildermann oder Gletschermann. Die Lepcha, eine weitere Volksgruppe, nennen den Yeti Shumun, Schneegeist oder Lomung, Berggeist, und wird sogar als Gott der Jagd verehrt. Dieser soll an die 3 Meter groß sein und einen Fußabdruck von über 40 cm im Schnee hinterlassen. Und das in Höhen von bis zu 7000 Metern. Der Bigfoot, auch Sasquatch genannt, bedeutet in der Sprache der Ureinwohner stark behaarter Mensch oder haariger Riese, den bereits Indianer berichteten von diesem Wesen. Von ihm existiert sogar eine alte 16mm Filmaufnahme, welche jedoch sehr umstritten ist. Falls ihr das schon mal gesehen habt, ja, dann kann man denken, klaro, ist ein großer Mann mit einem Kostüm, aber man weiß es nicht. Ne? Einige Kryptozoologen halten Bigfoot und Yeti für Überlebende der ausgestorbenen Gattung Gigantopithecus. Dies ist eine ausgestorbene Gattung Primaten, also Menschenaffen, welche man anhand diverser Funde, unter anderem auch Zähne, auf eine Größe von über 3 Metern schätzt. Und welche zudem, ähnlich wie ein Eisbären, Gewicht von gut 3 bis 500 Kilo auf die Waage brachten. Ähnliche Berichte und Legenden wilder und riesiger Wesen findet man auch in verschiedenen Gebieten Asiens. Und ich möchte hier zudem die wilden Leute, das wilde Volk, welches in vielen Geschichten rund um Deutschland und vermehrt im Schwarzwald oft in Büchern und Chroniken zu finden sind, ebenfalls erwähnen. Wilde Männer und wilde Frauen, riesige, bärenstarke und wie Tiere behaarte Urmenschen, welche sich in den unbewohnbaren Wald- und Berggebieten unserer Region hier aufhalten sollen. Ne? Das einfach mal ein paar Legenden zu diesen Riesenwesen, ob nun menschlich, affenähnlich, wie auch immer, es gibt auf jeden Fall viele sagenhafte Legenden um diese riesigen Wesen. Ja, hier seht ihr beide mal nebeneinander und sie haben auch in etwa die gleiche Größe. Ich stelle hier mal den Meterstab in die Mitte und ihr seht, wir kommen so circa auf 13 cm in der Höhe. Ja, ich beginne hier mal mit dem Bigfoot. Als erstes werden wir mal hier dieses Etikett wegmachen. Da stehen nur Warnhinweise drauf. Einfach hier hinten ein bisschen auseinanderziehen. Dann könnt ihr das Ganze einfach hier abziehen. Braucht da keine Schere und gar nichts. Gut, also die Größe haben wir gemessen. Bigfoot sieht auf den ersten Blick, wenn man nur den Kopf sieht,
bisschen, ja, wie der typische Wolfmann aus, den man aus verschiedenen Filmen kennt. Die Augen haben sie hier mit einem schwarzen Lack bemalt, sonst hat man hier nichts weiter gemacht, also keine großartige Pupille oder sonst irgendwie was. Die Haarstruktur ist nett gemacht, relativ einfach, nicht ganz so aufwendig das Ganze, aber ist schon absolut okay. Das sind auf jeden Fall Figuren, oder das ist zumindest eine Figur, die jetzt jüngeren Sammlern auf jeden Fall, denke ich mal, weniger Angst macht. Es sei halt dieses zottelige, ja, Fell. Die Gesichtszüge sind nett getroffen, hat eine breite Nase, Mund und hat eher, ich will mal sagen, neutralen Gesichtsausdruck. Jetzt nicht extra aggressiv oder wütend oder sonst was, sondern eher, ja, ganz relaxed, skeptisch ein bisschen seiner Umwelt gegenüber. Ja, aber nichts irgendwie angsteinflößend. Auch keine jetzt extra Haare erkennbar, also richtige Haare, sondern das Ganze ist halt, ja, Fell, fertig, aus, ab. Und man hat hier neben Schwarz noch so ein dunkleres Braun drüber gestrichen, über den ganzen Körper verteilt. Sonst findet man hier keine weiteren Farben. Die Proportion, was die Muskeln hier angeht, hier hat ein Sixpack, großer Bauchnabel, auch hier alles haarig. Der Kopf, trotz der vielen Haare, etwas abgesetzt. Der ist auf jeden Fall gut ernährt, scheint hier ordentlich dicke Backen unter dem Fell zu haben. Schön tief modelliert, also wirkt richtig dicht und buschig das Ganze. Hier seht ihr die Muskelpartien, auch das haben sie nett gemacht, hat sogar einen kleinen, ich hätte schon fast gesagt, Bierbauch. Wasserbauch, das trifft es wahrscheinlich besser. Hat auch muskulöse Arme, nicht übertrieben. Ja, hat kräftige Schultern, kräftige Muskeln hier. Die Arme sind relativ lang, aber auch nicht überproportional. Also definitiv kein Affenwesen. Die Hände sind kräftig. Man sieht sogar die Fingernägel hier, wurden angedeutet. Alles relativ einfach modelliert. Also jetzt die Finger auch nicht großartig deutlich unterteilt, aber wenigstens so dazwischen getrennt. Die Innenseite der Hand auch deutlich zu sehen. Ja, also ihr könnt ihm auch irgendwie was in die Hand geben, wenn ihr das wollt. Das ganze Ding ist aus einem relativ weichen Plastik oder einem sehr, sehr, sehr harten Gummi gemacht. Ich würde eher sagen, es ist ein weiches Plastik. Ja, ihr könnt den Finger ein bisschen zusammendrücken. Für mich fühlt sich das eher wie Plastik an. Auch hier die Haare schön zu sehen. Bei den Händen hört es dann auf, sind also nicht komplett behaart. Hier sehen wir auch den Mosche-Aufdruck, Copyright noch von 2019 drauf. Hier auch trotzdem noch nette Details. Hier sind wir am Rücken, Schultern, auch schön kräftig hier Muskeln zu sehen. Ja, vor allem hier seitlich, was hier rausdrückt, also an einem Bodybuilder ein bisschen orientiert. Nackiges, nicht zu großes Hinterteil, kräftige Schenkel, die Waden zu sehen und ja, die Füße natürlich behaart bis vorne. Auch hier sind die Zehennägel zu sehen. Ja, alles in allem eine recht unspektakuläre Stellung, wenn er mich fragt. Ja, ihr könnt hier auch nichts bewegen, auch nicht nötig, aber ihr seht es, eine eher einfache Figur. Eine einfache Darstellung von Bigfoot. Safari hat sich da mehr an die Filmvorlage gehalten, was ich sehr originell fand. Haben sie auch wirklich cool umgesetzt. Und ich sage es nochmal, die Figur ist wirklich nicht schlecht, schön gemacht, aber hat halt nicht den Anspruch, wie zum Beispiel Safari Limited. Ich sag ja, wirkt relativ neutral, jetzt nicht unbedingt als wütendes Monster zu sehen. Übrigens die Unterseite haben sie schwarz gelassen. Nicht ganz glatt, aber so ziemlich. Er steht auch gut, muss man sagen, kippt nicht um und gar nichts. Das ist doch schon mal sehr positiv. Und witzigerweise wirken jetzt seine Füße auch nicht überproportional groß oder sonst irgendwie was, sondern es passt wirklich zur Gesamtfigur, zur Gesamterscheinung. Das ist absolut alles okay. Und da passt natürlich auch wunderbar der Yeti dazu. Auch keine wirklich spektakuläre Haltung, relativ einfach. Ja, fehlt eigentlich nur noch, dass man ihm eine Hantel links und rechts in die Hand drückt, dann würde die Pose auch passen. So weiß ich jetzt nicht unbedingt, was es darstellen soll. Ist ein bisschen wütend. Das würde zumindest seinen Gesichtsausdruck erklären. Ich mache hier auch als erstes nochmal das Anhängsel hier weg. So. Also hier haben sie
ganz hellblaue Augen gemacht mit kleinen, schmalen, giftigen, schwarzen Pupillen. Der sieht schon wesentlich aggressiver aus. Ihr seht schon, das Gesicht ist grau gehalten, die Augen weiß und die Haare haben hier einen leichten Verlauf von dem Grau in dieses Weiß rein. Das Weiß gefällt mir von der Farbe wirklich gut. Hat was, haben sie schön gewählt. Und ich finde auch schon den Übergang von dem Grau in dieses Weiß rein. Er hat deutlich abgesetzte Haare, Fellhaare. Ne, hier oben sind sie leicht gewellt. Gelockt würde ich jetzt nicht sagen, aber ihr seht schon, eine leichte wellige Form. Und der Rest am Körper sind dann eher normale Haare. Stirn auch zu sehen, Backen, Nase, breite Nasenlöcher, grobe Zähne, Maul haben sie auch noch, also den Mundinnenraum haben sie auch noch in einem dunklen Altrosa bemalt. Das ist gut, aber wie schon gesagt, der guckt halt wirklich aggressiv. Ne? Auch die Ohren kann man hier sehen. Beim Bigfoot sieht man das alles nicht. Und ihr seht dann, wie Haare und ein Bart, was dann wirklich in Fell übergeht. Auch er Sixpack. Das ist zufällig genau das Gleiche. Nee, ist nicht. Haben sie tatsächlich anders gestaltet. Ja, die Brust zu sehen, hier das Sixpack, auch ein Bauchnabel, hier ist nix oder halt gut verdeckt, ja. Dann auch hier kräftige Schultern, kräftige Muskeln, die Hände haben sie auch wieder in Grau bemalt, mit einem Tupfen Schwarz, der hier reingesprüht wurde. Hier seht ihr auch den Stempel Moje 2019. Auch hier nette Details, was die Haare hier angehen, Schulterbereich, hier hinten auch Bodybuilder-mäßig. Also Motzen-Kraftpaket, knackiges Ärschchen, proportional auch gute Schenkel, fesche Wadeln und auch die Füße hier noch mit Fußnägeln versehen. Und auch die Füße nicht überproportional groß, passt alles zum Körper, stabiles Kerlchen, strongest man könnte der locker teilnehmen. Ich finde, hier wurde das Fell oder die Behaarung nicht ganz so aufwendig ausgearbeitet wie beim Bigfoot. Das wirkt ja alles etwas einfacher, kann aber sein, dass durch dieses Braune, was man hier drüber getupft hat, das alles noch ein bisschen besser und deutlicher rauskommt. Aber die Figuren sind beide passend super zueinander, sind auch nett gemacht, aber halt anspruchsmäßig schon unterhalb von Safari Limited zu suchen. Ganz klar, Safari Limited hat da mehr so ein Monster beim Yeti dargestellt, der hier sieht halt aus wie der wütende Stangelwirt, wo einer die Rechnung geprellt hat. Ne? Und da steigen dir halt mal kurz Zornesadern ins Gesicht. Ja? Aber witzige Figur, passen auch zu Moshe. Die haben keinen größeren Anspruch. Hier guckt man auch ganz grob hier nochmal angedeutet. Hier unten haben sie glatt gemacht, damit er halt auch stehen kann. Das tut er. Also ich will über die Figuren in gar keinster Weise ablästern. Ich finde es halt schade, dass man das Gleiche macht, was Safari jetzt schon hier umgesetzt hat. Und ich meine, es gibt so viele Monster und Sachen, warum muss man denn jetzt unbedingt exakt genau die gleichen machen? Ein paar Jahre später hätte kein Mensch was gesagt, aber es gibt so viele legendäre Wesen, Gestalten, muss man da genau das gleiche machen? Ich weiß nicht so richtig, ne? Aber okay, gut, witzig, passen ins Programm von Moje, sind vom Figürlichen nett gemacht mit einer sehr einfachen Haltung. Bin ja froh, dass die wenigstens eine unterschiedliche Stellung haben. Ich meine, sie hätten den genauso gut weiß anmalen können, da hättet ihr die gleiche Figur dann halt einfach nochmal als Yeti oder den hier einfach nochmal in braun. Ihr wisst schon, was ich meine. Das wäre halt noch einfacher, aber halt auch wirklich lausig gewesen. Darum finde ich es gut, dass sie wenigstens hier zwei Figuren gemacht haben. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier durch. Ich drehe die beiden jetzt nochmal hier einzeln. Könnt ihr euch nochmal anschauen. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Und ihr packt es auch mit in eure Sammlung rein. Ich finde sie witzig. Ich freue mich, dass ich sie habe. Einfache Umsetzung von Yeti und Bigfoot. Aber durchaus für Moshe-Verhältnisse prima gelungen. Was will man denn mehr? Außer vielleicht etwas mehr Abwechslung. Ne? Leute, ihr wisst Bescheid. Noch viel Spaß beim Dreh. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen und sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Euer Ruppi. Yay! Yeah.